Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, im vorliegenden Antrag, Herr Bolte-Richter, reden Sie wieder von Vielfalt und geben vor, diese fördern zu wollen. Und auch Herr Belsch schloss sich diesem ja an. Betrachten wir aber genauer, welche Schlussfolgerungen Sie aus Ihrem Postulat ziehen, so meinen Sie eigentlich nicht Vielfalt, sondern Beliebigkeit. Der Unterschied ist von entscheidender Bedeutung. Bereitet er doch im Falle Ihres Antrags politische Entscheidungen vor, welche Vielfalt beseitigen und der Beliebigkeit Tür und Tor öffnen. Im zweiten Absatz zitieren Sie die Düsseldorfer Hochschule mit den Worten, Zitat, eine Hochschule muss dabei nicht nur zukunftsträchtige Strategien aus den Anforderungen der erwachsenen studentischen Diversität ableiten, sondern auch ihre traditionellen Strukturen hinterfragen und gegebenenfalls ändern. Zitat Ende. Sie selbst konkretisieren dieses Postulat mit der Forderung, nun die Hochschulen für Menschen zu öffnen, denen Sie dann den Stempel der Diskriminierung aufdrücken, also Menschen aus bildungsfernen Familien mit Migrationshintergrund und jeden Geschlechts. Aber, Herr Bolte-Richter, für diese Menschen sind die Hochschulen längst geöffnet. Sie erfinden hier Probleme, die es gar nicht gibt. Allerdings müssen diese Personengruppen natürlich, wie andere auch, die intellektuellen, motivationalen und rechtlichen Voraussetzungen erfüllen, um an einer Hochschule studieren zu können. Und das nämlich ist Ihnen ein Dorn im Auge. Bei all Ihrem Gerede von Öffnung, Vielfalt und Diversität haben Sie doch nur ein Ziel. Sie wollen den Zugang zur Hochschule von möglichst allen Hürden befreien, die im Augenblick dafür sorgen, dass wenigstens noch halbwegs qualifizierte Personen ihr Studium aufnehmen können. Sie wollen den Wunsch des Einzelnen zur Berechtigung eines Hochschulstudiums machen. Das meinen Sie doch damit, wenn Sie fordern, Zitat, Hochschulen müssen die Breite der Gesellschaft widerspiegeln und in Wiederholung Unstrukturen verändern. Nein, das ist nicht die Aufgabe der Hochschule. Aufgabe der Hochschule ist die akademische Bildung junger Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht und ihrer sozialen wie nationalen Herkunft. Und dazu gehört nicht die Öffnung der Universität für alle oder wie Sie es gerade gesagt haben, Herr Bell, alle sollen dahin. Nein, das gehört nicht dazu. Dazu gehört das Halten von wissenschaftlichen Standards, ein hoher intellektueller Anspruch und das redliche und intensive Streben nach Wahrheitssuche in seinem Fach. Und um das leisten zu können, brauchen die Universitäten Studentinnen und Studenten, welche diese Voraussetzungen mitbringen und solches leisten können und gerne auch aus dem Ausland, woher auch immer. Die Abbrecherquoten sind bereits viel zu hoch und weisen darauf hin, dass jetzt schon viele junge Leute an die Hochschulen strömen, welche eben die notwendige Eignung nicht vorweisen. Ihr Aufruf zur Beliebigkeit bei der Öffnung von Universität führt letztlich zur Zerstörung der Universität, auch wenn Sie das nicht wollen, das unterstelle ich Ihnen nicht, und zur Fehlleitung junger Menschen auf ihrem Weg in das Berufsleben. Vielfalt haben wir doch in Deutschland ganz anders organisiert. Wir haben sie so organisiert, dass die Bedürfnisse des akademischen Betriebs nach Leistung, der Berufswelt und der individuellen Bedürfnisse gleichermaßen Berücksichtigung finden. Wir bieten mit dem mehrgliedrigen Schulsystem verschiedene Wege in die Ausbildung und in das Studium an. Und Herr Körner, ich kann Ihnen versichern, es wird mittlerweile intensiv in mehreren Jahrgangsstufen, 8, 9, 12 und 13, intensive Berufsvorbereitung, Studienvorbereitung gemacht. Das kann ich Ihnen versichern, das ist mittlerweile ganz professionell. Auch Berufstätige haben noch die Möglichkeit, ein Studium aufzunehmen. Stichwort Fernuni Hagen. Wir hatten Frau Pellert doch im letzten Wissenschaftsausschuss da. Und auch die soziale Herkunft, die nationale Herkunft verhindern doch das Studium einer Hochschule nicht. Alles andere ist doch eine Mehr. Und auch die Hochschullandschaft ist vielfältig. Wir haben Universitäten, Gesamthochschulen, Fachhochschulen, technische Hochschulen, private Hochschulen mit spezifischer Ausrichtung. Was wollen Sie eigentlich noch mehr an Vielfalt? Ich will es Ihnen sagen, was Sie an Vielfalt wollen. Sie wollen die Einebnung dieser Vielfalt und damit die Einfalt und die Nivellierung des akademischen Studiums. Und dann natürlich Ihre Forderung, Asylsuchenden ein Studium zu ermöglichen. Bei aller Wertschätzung für diesen Wunsch und bei aller Sympathie dafür, dass man jungen Menschen die Möglichkeit eröffnen will, sich fortzubilden, sich auszubilden, sich weiterzubilden. Aber zum einen steht die Qualifikation der meisten Asylsuchenden nicht eindeutig fest. Das müsste also erst mal Voraussetzung sein.
Zum anderen müssen wir aufpassen, dass wir die Asylgesetzgebung damit natürlich nicht aushebeln, denn Sie wissen ganz genau, dass die Aufnahme einer Ausbildung und eines Studiums eine Rückführung des Zuwanderers nach abgelehntem Asylbescheid zunächst nicht möglich ist. Und um Sie zu beruhigen, es gibt übrigens Syrer, die hier in Deutschland studieren, und zwar ohne, dass sie einen Asylantrag gestellt haben. Die sind ganz legal hier, eben wie andere ausländische Studenten auch. Die Vielfalt unserer Bildungsangebote garantieren die Vielfalt und die Chancengerechtigkeit für jedermann. Wir lehnen Ihren Antrag ab, aber natürlich werden wir in dem Ausschuss noch intensiv diskutieren. Vielen Dank.